Dies ist ein Zusammenschnitt aller 22 Missionsguides für die Kampagnen der Siedler 4 Mission CD. Diese Guides und damit das gezeigte Bildmaterial sind inzwischen über 5 Jahre alt. Stand 2024 ist der beste Weg, dieses Spiel zu spielen, die History Edition in Verbindung mit dem Settlers United Projekt, welches neben Multiplayer Matchmaking unter anderem den HD-Patch von Wizard Maker sowie meinen eigenen Ultimate Balance Overhaul enthält. Die Römerkampagne der Missions-CD führt uns erstmal auf vertrautes Gebiet. Wenn ihr etwas genauer hinseht, werdet ihr merken, dass diese Karte große Ähnlichkeit zu der letzten Mission der Hauptkampagne aufweist. Es gibt zwar durchaus Änderungen, aber die Ähnlichkeit ist zu groß, um Zufall zu sein. Ich bin nicht mal mad, dass Blue Byte die unvergessliche Vier-Völkerschlacht, die ich überhaupt nicht alleine austragen musste, weiterverarbeitet hat. Diese Möwe ist es aber schon. Ihr startet mit 3 Siedlungen, von denen die mittlere mit Abstand am meisten entwickelt ist. Die südliche Siedlung hat Baumaterial und Werkzeuge, während die nördliche viele Siedler enthält. Es gibt außerdem hier eine Siedlung der Wikinger und Mayas, die ihr aber ignorieren könnt. Euer Ziel ist die Zerstörung von 2 Kolonien des dunklen Volkes, welches trotz unseres Sieges in der Hauptkampagne noch nicht gänzlich vernichtet wurde. Zum Glück starten wir aber mit relativ vielen Zielobjekten, wodurch wir mit 80% Kampfkraft starten. Das ist später recht hilfreich. Die Berge in der südlichen Siedlung enthalten Kohle und Stein. In der nördlichen Siedlung werdet ihr keine Erze finden. Die nördlichen Berge der mittleren Siedlung enthalten Kohle, Eisen und Stein. Im Süden findet ihr Kohle und etwas Gold. Hinzu kommt ein Haufen Steine zwischen den beiden verbündeten Siedlungen, aber an die kommen wir nicht wirklich ran. Zunächst macht ihr euch daran, die südliche Siedlung mit der mittleren zu verbinden. Währenddessen baut ihr in der mittleren Siedlung schon mal eure Holzwirtschaft aus und baut eine Steinmine, der Aufbau sonst später ins Stocken kommen wird. Die nördliche Siedlung hätte zwar Zugang zu einigen Felsen, ist es aber in meinen Augen nicht wert, verteidigt zu werden. Zieht also alle Soldaten von dort ab und schickt die dortigen Siedler als Diebe in die mittlere Siedlung. Das Skript sieht auf normal nach 30 bis 40 Minuten den ersten feindlichen Angriff vor, auf leicht habt ihr 20 Minuten mehr Zeit. Außerdem wird auf leicht nur eine der beiden Kolonien angreifen. Generell wollt ihr versuchen, an dieser engen Landbrücke zu verteidigen. Wenn ihr auf der Landbrücke selbst einen großen Turm in Auftrag gebt, ihn aber nicht zu Ende baut, schränkt ihr die Bewegungen der feindlichen Truppen gut ein. Das dunkle Volk wird euch nicht in Ruhe lassen, bis es besiegt wurde, aber wenn ihr es richtig macht, könnt ihr eure eigenen Verluste minimieren. Am einfachsten ist es, wenn ihr Priester und eine Mana-Produktion aufbaut. Die beiden dunklen Tempel befinden sich am Rand des dunklen Landes und sind dadurch relativ zugänglich. Die Feuerbarriere wird durch den Einsatz des Abkürzungszaubers umgangen, da die Flammen auf begrüntem Gebiet harmlos sind. Das südliche dunkle Volk war zumindest in meinem Durchgang deutlich schwächer, aber mit der Zerstörung seines Tempels wird es passiv, wodurch sich die Angriffsfrequenz des dunklen Volkes halbiert. Mit dem anderen Tempel könnt ihr genauso verfahren, dieser wird aber etwas besser geschützt. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, wieso ich diesen Trick bisher nie erwähnt oder angewandt habe. Das liegt daran, dass ich bis vor einigen Monaten dachte, er würde in der aktuellen Version des Spiels nicht mehr funktionieren. Wie sich herausstellt, habe ich es aber einfach immer falsch gemacht. Sobald beide Tempel zerstört wurden, ist die erste Mission jedenfalls geschafft. In Mission 2 werden wir erneut von einer Kolonie des dunklen Volkes bedroht. Dies ist meist aber nicht ihre Zerstörung unser Ziel, sondern die Flucht. Unsere Aufgabe ist es, in diesem Gebiet eine neue Siedlung zu errichten. Die Siegbedingung ist berüchtigt dafür, wie unklar sie ist, daher erkläre ich euch gleich, was das Spiel eigentlich von euch möchte. Im kleinen Berg südlich eurer Siedlung findet ihr alle Erze, die ihr benötigen werdet. Solltet ihr trotzdem mehr benötigen, findet ihr in den beiden nördlichen Bergen Kohle und Eisen. Jegliche Minen wären aber der Bedrohung durch Schamanen ausgesetzt. Im Westen der Karte findet ihr außerdem etwas Eisen, Gold und einige Schwerter, aber die sind für uns nicht wichtig. Wobei ich mich frage, ob das verrottete trojanische Pferd ein Teaser für das Trojaner-Add-on sein sollte. Was auch immer ihr tut, betretet nicht diesen Bereich. Es sei denn, ihr wollt euch 600 Kriegern des dunklen Volkes stellen. Sowohl dieses Gebiet als auch euer Zielgebiet sind normalerweise nicht gekennzeichnet. In der Beschreibung findet ihr aber ein modifiziertes Skript, welches genau das tut. Unser erstes Ziel ist der Ausbau unserer Bauwirtschaft auf 2 Sägewerke und 3 Steinmetze, damit unser Aufbau nicht stockt. Erobert außerdem das südliche Gebirge, damit wir Zugang zu seinen Erzen haben. Wir starten mit einem Jäger, der unsere Eisenmine locker versorgen kann. Es fehlt also nur eine einfache Brotproduktion und eine Eselzucht. Danach baut ihr eine Fahrzeugmanufaktur, eine Werkzeugschmiede und eine Eisenschmelze. Streng genommen brauchen wir nur einen Gründungskarren, 3 sind aber besser, da sie genug Baumaterial für unsere Zwecke enthalten. Sobald sie fertig sind, produziert ihr am besten den Rest der Zeit Pioniere, damit der Schluss schneller über die Bühne geht. Damit das Spiel euch den Sieg gewährt, müsst ihr den markierten Bereich vollständig besitzen und darin einen Turm, einen Holzfäller, ein Sägewerk und einen Steinmetz errichten. Sobald das geschehen ist, kommen die Mayas und schlagen eine Schneise durch das dunkle Volk. Wenn ihr wollt, könntet ihr natürlich auch als Herausforderung versuchen, das dunkle Volk trotzdem noch zu zerstören. Ich habe das mal gemacht, war ganz lustig. Ansonsten steht euch jetzt aber auch Mission 3 offen.
In der zweiten Römermission der Missions-CD, die Flucht, nicht zu verwechseln mit der ersten Trojaner-Mission des Add-ons, die Flucht, und auch nicht zu verwechseln mit der ersten Trojaner-Mission der neuen Welt, Flucht aus Troja, ist es unsere Aufgabe, vor dem dunklen Volk zu fliehen, bevor es unsere Siedlung überwältigt. Aber was, wenn wir uns weigern, unsere Heimat aufzugeben? Können wir uns dem dunklen Volk langfristig widersetzen, geschweige denn es vertreiben? Zur Erinnerung, es gibt drei Berge, aus denen wir Rohstoffe beziehen können. Kohle und Eisen aus dem Berg im Westen sowie dem im Osten, im Norden finden wir zusätzlich noch etwas Gold und Stein. Allerdings sind letztere Vorkommen nicht allzu üppig. Theoretisch könnten wir natürlich auch die Berge am eigentlichen Zielort nutzen, aber das ist wohl nicht wirklich Sinn der Sache. Der Zugang zum dunklen Volk ist mit einem Trigger versehen, der dank meines modifizierten Skripts sichtbar wird. Das Skript findet ihr in der Beschreibung des ursprünglichen Missionsguides, es ist außerdem in der Enhanced Edition enthalten. Sollte eine unserer Einheiten diesen Bereich betreten, werden sofort 600 Soldaten und 50 Schamanen des dunklen Volks gespawnt, um uns anzugreifen. Diesen Bereich zu betreten ist also erstmal Selbstmord. Wir können unsere Siedlung zunächst normal aufbauen, wir sollten aber früh in Mana investieren, da wir später nur so unsere Gold- und Steinvorräte aufrechterhalten können. Unsere Umgebung hat dafür einige geeignete Orte, die aber schwer zu erkennen sind. Es hilft, große Tempel oder Wohnhäuser im Baumenü auszuwählen und dann nach Orten zu suchen, wo die Punkte gelb oder rot sind. Ab der 30. Minute müssen wir auch mit regelmäßigen Angriffen durch das dunkle Volk rechnen. Meiner Erfahrung nach wird das dunkle Volk von den Goldminen im nördlichen Berg angezogen, es macht also Sinn, dort einige Türme zu platzieren. Für etwas Starthilfe könnt ihr euch auch die Waren beim verfallenen trojanischen Pferd im Westen holen. Im Norden gibt es auch noch einen Pfeil aus Holzbrettern, falls ihr Holzmangel haben solltet. Im späteren Verlauf bauen wir einige Sets Zielobjekte und nähern uns dem Trigger gerade genug, dass wir in seiner Nähe eine Burg bauen können. Hier können wir dann alle Angriffe des dunklen Volks gut abfangen. Allerdings sind die Rohstoffe hier einfach nicht wirklich für den Bau einer großen L3-Armee geeignet, wenn man nicht gerade Rohstoffe auffrischen spammt. Zum Glück können wir uns einiger Tricks bedienen. Der Trigger deckt den Eingang zum Gebiet des dunklen Volks rechts nicht ganz ab. Wir können also dort einen Priester durchschleusen, um mit ihm den Tempel zu zerstören. Alternativ können wir auch mit einer Fähre Einheiten am Trigger vorbeiziehen. Sobald der Tempel zerstört wird, hat das dunkle Volk zwar nicht offiziell verloren, aber es kann zumindest keinen Nachschub mehr produzieren. Auch die vom Trigger gespawnten Soldaten werden nicht angreifen. Wir können ihn also gefahrlos auslösen und die übrigen Soldaten werden auch nicht wissen, was sie tun sollen. Danach säubern wir das Gebiet noch. Die Mission gewinnen wir auf diese Weise zwar nicht, da wir die Siegbedingungen nicht erfüllen, aber man kann wohl nicht sagen, dass das kein Sieg war. Das nennt man dann wohl Fluchtursachenbekämpfung. Mission 3 gibt uns die Verantwortung für gleich 4 Siedlungen, die alle von einer großen Kolonie des dunklen Volkes in der Mitte der Karte bedroht werden. Alle 4 haben unterschiedliche Voraussetzungen, aber alle müssen 3 Stunden überleben, um zu gewinnen. Für jede Siedlung ist ein großer Radius festgelegt, in dem zu jedem Zeitpunkt mindestens ein Turm existieren muss. Unser Hauptfokus wird auf der südwestlichen Siedlung liegen, da sie am meisten entwickelt ist. Sie hat außerdem Zugriff auf alle Erze, mit Ausnahme von Gold, welches ihr aus den anderen Siedlungen herbringen müsst. 2 der anderen Siedlungen starten hierzu bereits mit Marktplätzen, welche aber eher suboptimal platziert sind. Esel sind zwar unverwundbar, beladene Esel können aber trotzdem angegriffen werden und lassen ihre Fracht dann fallen. Ihre Routen sollten daher möglichst am Rand des dunklen Landes liegen. Die nordwestliche Siedlung kann auf direktem Wege zur Hauptsiedlung liefern, die nordöstliche muss zunächst einen Umweg über die südöstliche machen. Sowohl die Hauptsiedlung als auch die südöstliche Siedlung sollten daher 2 Marktplätze besitzen, die anderen beiden kommen mit einem aus. Im Laufe der Zeit könnt ihr auch versuchen, die Siedlungen zu verbinden, allerdings sind Esel im Gegensatz zu normalen Siedlern kein Ziel für Schamanen. Zu unserem Glück starten wir mit recht hoher Kampfkraft, die schnell die 100% überschreiten wird. Die 3 Kolonien werden zumindest vorerst ausschließlich Golderz und Esel produzieren, damit die Hauptsiedlung Level 3 Soldaten produzieren kann. Denkt daran, dass Schwertkämpfer der Minderheit sein sollten, da ihr einziger richtiger Nutzen gegen das dunkle Volk in der Besetzung von Türmen liegt. Auf Normal werdet ihr alle 30 Minuten angegriffen, auf Leicht ist der erste Angriff um 25 bis 35 Minuten verzögert und generell werden die Angriffe schwächer sein. Unabhängig von der Schwierigkeit sind die Angriffe aber nicht koordiniert und ihr solltet nie mehr als eine Siedlung gleichzeitig verteidigen müssen. Die südöstliche Siedlung hat auch einen Engpass in Richtung Nordosten, der gut zu verteidigen wäre, die Mühe könnt ihr euch aber sparen, da das dunkle Volk nicht von dort aus angreift. 2 Minuten vor Schluss wird ein letzter großer Angriff ausgelöst, der aber zu spät kommen dürfte, um euch den Sieg zu kosten. Theoretisch könntet ihr aber auch ab einem bestimmten Punkt in die Offensive gehen und dem dunklen Volk so zuvorkommen. Die Zerstörung des dunklen Tempels war definitiv nicht vorgesehen, weshalb Bluebyte sogar eine Pilzfarm in die Flammen des Tempels gestellt hat. Da zu dem Zeitpunkt der Abkürzungszauber noch keine Wirkung auf dunkles Land hatte, war die beste Hoffnung zur Zerstörung dieser Farm ein Selbstmordkommando aus Gärtnern. Unabhängig davon ist die Karte nach spätestens 3 Stunden automatisch gewonnen. Schwer ist sie wirklich nicht, ich habe sogar einmal spaßeshalber gar nichts gemacht und nur F12 gedrückt. Da das dunkle Volk eigentlich nur Siedler will und keine gezielten Anstrengungen zur Zerstörung eurer Türme unternimmt, ist es echt schwer zu verlieren. Wenn ihr eine Herausforderung sucht, versucht mal, das dunkle Volk vor Ablauf der 3 Stunden zu besiegen. Okay, falls ihr mir das nicht glaubt, ich habe das ein zweites Mal ausprobiert und gefilmt.
Erinnert mich an diese Videos, in denen Luigi gewinnt, indem er absolut nichts tut. Mission 4 gibt euch die Aufgabe, eine Wikinger-Siedlung zu retten, die vom dunklen Volk bedroht wird. Um dorthin zu gelangen, müsst ihr euch zusätzlich einer Siedlung der Mayas stellen. Erinnert ihr euch noch an die Piraten aus Mission 9? Das sind genau die. Diese Karte sieht auf den ersten Blick schwerer aus, als sie ist. Das Missionsziel suggeriert ein unsichtbares Zeitlimit, aber ihr müsst euch keine Sorgen um die Wikinger machen. Es gibt genau einen gezielten Angriff des dunklen Volkes auf sie nach 60 Minuten und zu dem Zeitpunkt sind die Wikinger stark genug, um sich zu verteidigen. Ihr selbst seid auch nicht in echter Gefahr. Auf leicht sollten die Mayas euch gar nicht angreifen und auf normal sind sie defensiv eingestellt. Selbst wenn, haben sie auf beiden Schwierigkeitsstufen eine Angriffsverzögerung von 2 Stunden. Und auch wenn die Missionsbeschreibung was anderes sagt, sind die Mayas und das dunkle Volk nicht miteinander verbündet. Eure beiden Gegner werden sich also gegenseitig schaden. Der Berg im Westen enthält Kohle, Eisen und Stein. Gold und weitere Erze findet ihr in den Bergen im Osten. Im Norden gibt es einen großen Turm der Mayas, an dem regelmäßig Verstärkung landet, bis er erobert oder zerstört wurde. Da wir nicht mit einem Angriff rechnen müssen, ist der Aufbau ziemlich entspannt. Strebt Level 3 Soldaten und eine kleine Mana-Produktion an, damit wir am Ende den Tempeltrick anwenden können. Da wir nicht wirklich verteidigen müssen, könnt ihr das Soldatenverhältnis zunächst bei 50-50 lassen und später Schwertkämpfer priorisieren. Sobald ihr euch zutraut, den Gegenangriff der Mayas standzuhalten, kümmert euch um den großen Turm. Bis dahin solltet ihr euer Gebiet ausdehnen, bis es an das der Mayas grenzt. Aufgrund der regelmäßigen Gefechte mit den Wikinger und den Mayas wird das dunkle Volk nie besonders stark, daher sollte es vor allem mit dem Tempeltrick kein Problem darstellen. Sobald sowohl die Mayas als auch das dunkle Volk besiegt wurden, steht euch die letzte Mission der Kampagne offen. Die letzte Mission dieser Kampagne setzt uns gleich 3 Kolonien des dunklen Volkes vor. Soviel ich weiß, gibt es keine andere offizielle Karte mit mehr als 2. Früher galt diese Karte wohl als eine der schwersten, aber seit Schamanen nur noch begrenzt versklaven können, ist sie eigentlich nicht besonders schwer. Ähnlich wie in Dark Zwölf sind auch eure Verbündeten mal wieder anwesend. Gewöhnt euch aber nicht an die Präsenz der Mayas, da sie nach etwa 10 Minuten einem geskripteten Angriff zum Opfer fallen werden. Die Wikinger sollen euch laut Skript tatsächlich nach knapp 3 Stunden helfen. Leider war dem Map-Designer wohl nicht klar, dass die KI das dunkle Volk nicht angreifen kann, selbst mit Skriptbefehl. Ihr müsst also wieder alles alleine machen. Der Berg im Norden enthält alle Erze. Solltet ihr mehr Kohle benötigen, findet ihr davon jede Menge südlich der ehemaligen Maya-Siedlung. Im Laufe des Spiels könnt ihr euch vielleicht auch noch die Rohstoffe im ehemaligen Gebirge der Mayas sichern. Der Hügel, auf dem eure Burg steht, ist zumindest vorerst der einzige Ort, an dem ihr Wein anbauen könnt. Wenn ihr also vom Tempeltrick Gebrauch machen wollt, reißt ihr sie besser ab. Auf Normal habt ihr 55 Minuten, bevor ihr mit dem ersten Angriff rechnen müsst. Auf Leicht habt ihr 100. Da der geskriptete Angriff gegen die Mayas aber nicht unbedingt sauber verläuft, wird sich das dunkle Volk mit etwas Glück die ersten 1-2 Male mit den übrigen Siedlern der Mayas zufrieden geben. Die nächstgelegene Kolonie greift zum Glück über eine recht leicht zu verteidigende Landbrücke an, die anderen beiden vom Westen und gelegentlich vom Norden. Die westliche Grenze ist etwas schwierig, da es zwar geeignete Sümpfe zur Verteidigung gibt, der genaue Angriffsort des dunklen Volkes aber variieren kann. Generell solltet ihr im Laufe des Spiels die Maya-Siedlung übernehmen, um die dortigen Rohstoffe zu nutzen und das dunkle Volk einzuschränken. Es könnte sich sogar lohnen, eine komplette zweite Wirtschaft aufzubauen. Unabhängig davon kann hier eine Mauer aus Burgen dabei helfen, zumindest den Großteil der feindlichen Angriffe abzuwehren. Während ihr verteidigt, ist die Kolonie zwischen euch und den Wikinger aber euer erstes Ziel. Dort könnt ihr bei Bedarf auch die Mana-Produktion erweitern. Danach könnt ihr so lange eure Streitmacht und eure Siedlung aufbauen, bis ihr euch sicher seid, in die Offensive gehen zu können. Mit dem Tempeltrick könnt ihr euch die Jagd nach dem Pilzfarm sparen, die durch die Anwesenheit mehrerer dunkler Völker komplizierter werden kann. Zwar scheint das Spiel zu versuchen, die Pilzfarm einer jeweiligen Kolonie nur in dessen Gebiet zu spawnen, aber da sich die Kolonien streng genommen ihr Gebiet teilen, funktioniert das nicht immer. Sobald alle 3 Tempel zerstört wurden, habt ihr die Kampagne geschafft. Und dabei ein komplettes Volk ausgerottet. Mission 1 der Wikinger-Kampagne beauftragt uns mit dem Bau einer kleinen Flotte samt Besatzung. An sich eine einfache Aufgabe, die uns aber durch die Anwesenheit 3er KI-Spieler erschwert wird. Im Südwesten der Karte befindet sich ein Militärstützpunkt der Römer. Das dortige Gebiet ist reich an Bodenschätzen und dort liegt auch einiges an Nahrung und Wein herum, welchen man erobern könnte. Letzterer verwandelt sich dann direkt in Met. Jesus mag Wasser zu Wein gemacht haben, aber wir machen Wein zu Honigwein. Die Römer expandieren nicht wirklich über ihre Halbinsel hinaus. Auf einer weiteren Halbinsel im Nordosten befindet sich die grüne Wikinger-Siedlung. In ihr befindet sich auch ein Krater mit mehr als genug Gold, um das Missionsziel zu erfüllen. Allerdings müssen wir auch ein Auge auf eine weitere Wikinger-Siedlung im Norden haben, die Zugang zu einer ganzen Bergkette besitzt. Der Berg in der Nähe unserer Siedlung enthält gerade viel Stein und einiges an Kohle, aber nur sehr wenig Eisen. Langfristig werden wir in Richtung Westen expandieren müssen, wo wir direkt mehrere Berge zur Auswahl hätten. Dieses große Gebirge hat theoretisch alle Rohstoffe, die wir benötigen, allerdings befindet es sich, ebenso wie dieser kleine Berg voller Gold, sehr nah an der Grenze zu den gelben Wikingern. Auch wenn es nicht unser Missionsziel ist, werden wir wohl früher oder später mit den KI-Spielern in Konflikt geraten.
und in meinen ersten Versuchen fiel ich auch innerhalb der ersten Stunde dem gelben Wikinger zum Opfer. Aufgrund der eher dürftigen Menge Eisen und dessen ungünstiger Positionierung sah ich auch keine Erfolgschancen für einen längeren Krieg, selbst wenn ich den ersten Angriff überleben würde. Versuche, die Wikinger mit Dieben und Bogenschützen zu schwächen, waren nicht erfolgreich, selbst wenn hätte ich dies für alle drei KI-Spieler tun müssen. Ich war mir echt nicht sicher, ob diese Mission einfach nur echt schwer ist oder ich eingerostet bin, und war sogar versucht, diese Kampagne nochmal zu verschieben und vorher ein paar weitere Spielmechaniken zu analysieren. Doch dann fiel mir dieser See auf. Hier lässt sich tatsächlich eine Werft errichten und dem Spiel ist egal, wo sich die vier Fähren befinden. Die Gründungskarren müssen ebenfalls nicht beladen werden, wir werden dann aber zwei Fahrzeugmanufakturen benötigen. Das einzige Problem wird das Gold sein, wovon wir 56 Barren benötigen. Hier sehe ich zwei Möglichkeiten, Mana oder Diebe. Glücklicherweise starten wir mit genug Golderz, um einen großen Tempel rushen zu können, welches wir aber nicht einmal benötigen, da wir auch mit zwei Kriegerstatuen starten, die wir abreißen können. Da göttliche Gaben sehr glücksabhängig sind und eine Mana-Produktion erforderlich wäre, entschied ich mich dafür, das Gold aus dem Krater zu holen. Die Idee ist simpel, wir bauen nur das Allernötigste, um die Fähren und Gründungskarren zu bauen, sowie die erforderlichen Waffen zu schmieden. Unseren ersten Priester schicken wir zum Krater, um den Schnee zu schmelzen, und schicken dann mindestens 60 Diebe dorthin, um das Gold zu holen. Achtet hierbei darauf, dass auch wirklich alle Diebe etwas aufheben und zur Siedlung tragen. In der Siedlung selbst werdet ihr die Stein- und Kohleminen mit Fisch versorgen, während die Eisenmine von den Startvorgaben und eurem Jäger ausreichend versorgt sein dürfte. Wichtig ist außerdem, dass ihr so früh wie möglich mit der Eselzucht beginnt, da dieser Teil am meisten Zeit in Anspruch nimmt. Zugegebenermaßen hatte ich bei meinem erfolgreichen Run auch das Glück, dass das Spiel offenbar keine Lust mehr hatte, den gelben Wikinger angreifen zu lassen, aber ich glaube, dass diese Strategie durchaus zuverlässig durchführbar ist. Ihr habt etwa 60 Minuten dafür, aber der Großteil war nach 45 erledigt. Ich habe nur auf die harte Tour herausgefunden, dass die Gründungskarren zwar nicht beladen sein müssen, aber trotzdem einen Esel brauchen, um als fertig zu gelten. Ansonsten erfordert diese Strategie nur etwas Micromanagement. Fragt mich nur nicht, wie diese Schiffe in See stechen sollen. Unsere Schiffe aus der letzten Mission haben es tatsächlich geschafft, irgendwie in See zu stechen. Fragt mich nicht wie, aber ich glaube, es gab mal eine Wiki-Folge darüber. Jedenfalls sind wir nun in einem neuen Gebiet, welches wir erobern sollen. Theoretisch haben wir eine freie Auswahl an Inseln, die wir besiedeln können. Bei meinem Run habe ich diese hier gewählt, nachdem ich gemerkt habe, dass die Insel in der nordöstlichen Ecke der Karte zwei Gebirge, aber keinerlei Bodenschätze besitzt. Der ideale Kandidat ist allerdings diese Insel, da sie mit weitem Abstand die großzügigsten Startvorgaben besitzt und alle Rohstoffe hat, die wir benötigen. Diese Karte hat eigentlich keine echten Herausforderungen. Dieser Römerstützpunkt muss zwar zerstört werden, stellt aber nie eine Gefahr dar. Ansonsten gibt es nur ein paar römische Wachen, die ihr besiegen müsst, damit eure Pioniere ihre Arbeit erledigen können. Normalerweise wäre mit der Zerstörung des Stützpunkts die Mission vorbei, aber leider kommt hier der nervige Teil der Mission ins Spiel. Das Missionsziel sieht nämlich vor, dass ihr die gesamte Karte erobert und damit sind wirklich 99% der Landmasse gemeint, bevor ihr die Siegmeldung bekommt. Bereitet euch also darauf vor, jede der vielen kleinen Inseln mit euren Pionieren abzuklappern und achtet darauf, auch das Gebiet um Schnee und Sümpfe korrekt einzunehmen. Die nicht begehbaren Teile werden automatisch eurem Gebiet hinzugefügt, sobald alle angrenzenden Felder erobert wurden. Oder ihr benutzt einfach nach dem Sieg über die Römer den Windsheet und spart euch die sinnlose Frickelei mit den Pionieren. Das kommt letztendlich aufs Gleiche hinaus. Es ist nicht so, als könnte man auf dieser Karte verlieren. Mission 3 beauftragt uns erneut mit der Besiedlung einer neuen Insel, aber dieses Mal müssen wir wenigstens nicht die komplette Karte einnehmen. Unser Ziel ist der Bau eines neuen Hafens auf der anderen Seite der Insel hinter diesem Römerstützpunkt. Der Stützpunkt muss ebenfalls zerstört werden, ist aber vollständig von Schnee umgeben, wir können uns ihm also zu einem Zeitpunkt unserer Wahl stellen. Und das ist auch besser so, da er mit 118% Kampfkraft startet. Aber das ist eine schöne Mauer aus Türmen. Es wäre ein Jammer, wenn ein paar Axtkrieger sie einreißen würden. Es gibt nur eine richtige Bergkette auf dieser Karte und in ihr sind Stein, Kohle, Eisen und Gold wild verteilt. Aber wenigstens ist kein Nutzlosium dabei. Eine kleine Falle stellt uns das Spiel aber schon. Wenn wir einen Dieb oder einen Gründungskarren in das Gebiet schicken, in dem der Hafen gebaut werden soll, wird ein etwas schlampig geschriebener Trigger aktiviert, der den Schnee schmilzt und den Römern einen Angriffsbefehl gibt. Pioniere und alle anderen Einheiten sind aber völlig in Ordnung. Da wir nicht angegriffen werden können, bis wir den Schnee geschmolzen haben, können wir ziemlich entspannt aufbauen. Beachtet aber, dass wir nur mit 5 Äxten, 2 Sägen und nur einer Spitzhacke starten. Unsere beiden Bergmänner müssen also in Kohle- und Eisenminen gehen, damit wir die fehlenden Werkzeuge nachproduzieren können. In dieser Zeit wird der Römerstützpunkt jedoch weiter Soldaten produzieren, bei mir waren es am Ende über 800. Mit ein bisschen Trickserei stellt das aber trotzdem kein Problem dar, denn die Römer werden auch nachdem der Schnee geschmolzen wurde nicht aggressiv. Also könnt ihr einfach ein paar Diebe an eine der vielen Stellen, an denen die römischen Grenzen über den Schneeragen platzieren und mit Bogenschützen den von euch geschaffenen Durchgang blockieren. Auf diese Weise konnte ich alle feindlichen Schwertkämpfer und damit die Hälfte der feindlichen Armee vernichten, ohne selbst Verluste hinnehmen zu müssen.
Sobald die feindliche Siedlung zerstört und der Hafen gebaut ist, kann die Reise weitergehen. Mission 4 schickt uns auf die nächste Insel, dieses Mal mit etwas großzügigeren Startvorgaben. Diese sind auch absolut notwendig, denn obwohl sich die römische Siedlung, die wir zerstören sollen, auf einer anderen Insel befindet, sind wir auf unserer Insel trotzdem nicht sicher. Je nach Schwierigkeit und Glück erscheinen alle 20 bis 30 Minuten zwei römische Kriegsschiffe, die jeweils eine Truppe Soldaten auf unserer Insel spawnen. Es gibt außerdem eine römische Burg auf unserer Insel, die aber nur als Rückzugsort für überlebende Bogenschützen zu dienen scheint. Darüber hinaus scheint sie keinem weiteren Zweck zu dienen. Es gibt außerdem eine weitere Insel mit Goldbarren und zahlreichen römischen Soldaten, die wir aber getrost ignorieren können. Es gibt zwei Gebirge auf unserer Insel. Das im Norden enthält alle Rohstoffe einschließlich Nusslosium, aber das Eisen ist etwas ungünstig platziert. Deshalb habe ich lieber das südliche Gebirge verwendet, wo wir ebenfalls alle Rohstoffe mit Ausnahme von Nusslosium finden können. Allerdings sollten wir früh drei Pioniere losschicken, um das Gold zu sichern, da die Küste schwer bis gar nicht bebaut werden kann. Auf Normal haben wir nur 20 bis 25 Minuten bis zum ersten Angriff, also werden wir unsere Siedlung möglichst schnell hochziehen müssen. Verdoppelt dazu auf jeden Fall die Anzahl eurer Bauarbeiter und Planiere. Die ersten Trupps bestehen nur aus jeweils 5 Soldaten, von denen die meisten Bogenschützen und Sanitäter sind, aber jeder darauffolgende Trupp wird immer mehr Soldaten bekommen. Außerdem starten die Römer direkt mit 100% Kampfkraft, ihr habt also nur einen bedingten Heimvorteil. Ich habe meine Verteidigung im Süden der Karte gebündelt, die beiden Angriffstrupps kamen nie gleichzeitig dort an, was die Sache etwas erleichtert. Theoretisch könnte man gegen die Angriffe vorgehen, indem man die Kriegsschiffe vor Erreichen ihres Ziels abfängt. Ich selbst war damit jedoch nicht sehr erfolgreich, da ich mir nicht die genauen Routen oder Spawnpunkte angesehen habe. Außerdem setzt dies eine Mana-Produktion voraus, da die Wikinger Mana als Munition verwenden. Dafür richten ihre Kriegsmaschinen und Kriegsschiffe auch mit deutlichem Abstand den meisten Schaden an. Da wir auf Fähren angewiesen sind, brauchen wir Level 3 Soldaten und mindestens 100% Kampfkraft. Ähnlich wie in der vorherigen Mission wird die Römersiedlung weitere Soldaten produzieren, aber auch hier haben wir die Möglichkeit, mit Dieben und Bogenschützen die feindlichen Schwertkämpfer zu eliminieren. Sobald das geschehen ist, können wir unsere Bogenschützen an einem minimal besetzten feindlichen Turm parken und so ihre Patrouillen dezimieren. Etwa 200 der feindlichen Soldaten befinden sich in Türmen oder auf der einsamen Insel, sobald diese Zahl erreicht ist, ist die Siedlung also nahezu wehrlos. Beachtet aber, dass die Römer auch Priester besitzen. Level 3 Soldaten können zwar einem Blitzschlag widerstehen, sind aber anfällig für den Bekehrungszauber. Denkt daran, dass ihr als Wikinger zahlreiche Möglichkeiten habt, um gegen Türme vorzugehen. Eure Kriegsschiffe können große Türme in Küstennähe mit zwei Schüssen zerstören, Axtkämpfer zerstören jede turmbasierte Verteidigung in Rekordzeit und außer der feindlichen Burg kann kein Gebäude Thors Hammer standhalten. Sobald die Römer besiegt sind, könnt ihr die letzte Mission dieser Kampagne starten. Das Finale der Wikinger-Kampagne sieht auf den ersten Blick echt schwer aus. Ihr werdet von zwei mächtigen Siedlungen der Römer und Mayas bedroht und auch wenn sie miteinander verfeindet sind, sehen sie schon echt böse aus. Euer Ziel ist es, das Land zu erobern und eine Burg in der Mitte der Karte zu bauen. Im ersten Moment bekam ich schon Flashbacks zur dritten Konfliktmission, aber dann warf ich einen Blick ins Skript, um zu sehen, wie viel Zeit ich überhaupt habe. Auf Normal wird die KI nach 30 bis 40 Minuten angreifen. Aber im Skript konnte ich auch die eigentliche Siegbedingung sehen. Und wie sich herausstellt, ist das, was uns das Spiel anzeigt, eher irreführend. Alles, was wir tun müssen, ist die Burg in der Mitte der Karte zu bauen. Alles andere ist egal. Die folgende Strategie ist irgendwie cheesy, aber andererseits starten wir direkt mit 5 Pionieren und 5 Geologen. Man könnte also fast meinen, es wäre so gewollt. Wandelt alle eure Planierer und Bauarbeiter in Pioniere und Geologen um und schickt sie in die Mitte der Karte. Danach rekrutiert ihr 20 Diebe und lasst sie 12 Holz und 8 Steine aufheben. Das erfordert etwas Micromanagement, aber das ist es wert. Lasst die Diebe die Baumaterialien in die Mitte tragen und erobert das Gebiet mit den Pionieren. Früher oder später wird sich ein Ort finden, an dem die Burg gebaut werden kann. Sobald sie steht und besetzt ist, habt ihr die Wikinger-Kampagne erfolgreich geschafft. Und nur zwei der Missionen waren auch nur annähernd schwer. Zum Auftakt ihrer Kampagne bekommen die Mayas Besuch von zwei römischen Truppen, vor denen eine freundlich und eine feindlich gesonnen ist. Die grünen Römer im Süden werden sich stetig ausbreiten, aber spielen sonst sehr passiv. Die blauen Römer im Osten werden nach etwa einer Stunde aktiv, ihre Aggression richtet sich aber zunächst mehr gegen ihre Landsleute. Das Gebirge im Norden enthält Kohle, Eisen und Stein. Diese Rohstoffe sowie Gold findet ihr auch im Gebirge südlich eurer Siedlung. Wo ihr eure Schwerindustrie errichtet, ist euch überlassen, ich habe jedoch aus Sicherheitsgründen den nördlichen Berg gewählt. Offiziell ist es unsere Aufgabe, einen Priester zu den grünen Römern zu schicken. Das ist jedoch nicht nur völlig unnötig, sondern auch noch zu unserem Nachteil, dadurch dass dazugehörige Event feindliche Soldaten gespawnt werden und der blaue Spieler in den Angriff übergeht. Unser Ziel ist einzig und allein die Zerstörung der blauen Siedlung. Es ist dabei auch völlig egal, ob die grünen Römer das Ende des Spiels miterleben. Wie bereits erwähnt, seid ihr eigentlich nie in echter Gefahr. Der blaue Spieler wird zwar nach einer Stunde aktiv, greift aber zunächst den grünen Spieler an. Wenn ihr euch zu diesem Zeitpunkt bereits stark genug fühlt, solltet ihr die grünen Römer unterstützen, da ihr in ihrem Gebiet mit voller Kampfkraft kämpft.
In meinem Run hat der blaue Spieler während dieser Kämpfe sein Militär komplett gegen die Wand gefahren, sodass seine Siedlung danach keine echte Herausforderung mehr darstellte. Und so könnt ihr diese Karte gewinnen, ohne je einen großen Tempel gebaut zu haben. Wisst ihr, als ich sagte, dass die Wikinger-Kampagne nur zwei annähernd schwere Missionen hatte, meinte ich nicht, dass das hier besser ist. Maya Mission 2 stellt uns vor die Aufgabe, unsere Siedlung 2,5 Stunden lang vor je 2 Bataillonen der Wikinger und Römer zu schützen. Und genau diese Mission ist ein Grund, warum ich diese Guides mache. Wenn es nach den alten Missionsguides von Siedler Station oder Games Welt geht, ist diese Mission höchstens mittelschwer und die KI tut nichts. Das ist auch richtig, wenn man auf Easy spielt. Dann sind nämlich die Angriffsbefehle im Skript einfach auskommentiert und die Attack Delays zum Teil länger als die eigentliche Mission. Ich glaube euch gerne, dass das höchstens mittelschwer ist, solange man die KI nicht provoziert. Meine Guides werden aber für normale Schwierigkeit konzipiert und dann wird das hier gleich eine der schwersten Missionen bisher. Okay, fassen wir kurz die Lage zusammen. Wir starten mit einer Siedlung, die in 3 Teile geteilt ist. 2 dieser Bereiche haben so wenige Siedler, dass sie nur einen Bauarbeiter und Planierer rekrutieren können. Unser erster Bauauftrag in beiden Grenzgebieten wird also ein kleines oder sogar mittleres Wohnhaus, beides wird aber ewig dauern. Reißt außerdem die Tempel ab, Mana wird uns hier nicht helfen. Vertraut mir, ich hab's versucht. Bevor wir irgendwie eine sinnvolle Siedlung bauen können, müssen wir die 3 Fragmente verbinden. Nur zur Info, das hier soll die Hauptstadt der Mayas darstellen. Dieses Volk hat es sowas von verdient, erobert zu werden. Wir haben hier nur einen Berg zur Auswahl, der alle Rohstoffe enthält. Eine doppelte Schwerindustrie damit zu versorgen, ist sowohl möglich als auch notwendig. Da wir verteidigen müssen, wäre es eigentlich naheliegend, möglichst viele Türme abzureißen. Nur leider setzen vor allem die römischen Spieler aggressiv Pioniere ein und Geld siedelt auch mit Türmen unser Gebiet, wenn wir das nicht unterbinden. Aber auch Blau kann uns Teile unseres Gebiets vom Westen aus streitig machen, wenn sie diesen Bereich erschließen und ihre Grenzen über das Wasser ragen. Um sicherzugehen, dass der grüne Spieler auch später nicht über den Übergang hinaus siedelt, sollten einige Förster das angrenzende Gebiet mit Bäumen bedecken. Was den gelben Spieler betrifft, können wir seine Expansionsversuche im Keim ersticken, wenn wir unsere Verteidigung aus großen Türmen an diesem Punkt bündeln. Die beiden Wikinger sind am Anfang schwach genug, dass sie mit euren Staatssoldaten, einem Dieb und viel Micromanagement neutralisiert und große Teile ihres Gebiets erobert werden können. In diesem Fall brauchen wir aber unbedingt ein Lazarett im nördlichen Siedlungsfragment, damit wir unsere Verluste minimieren können, was aufgrund des dortigen Siedlermangels eine weitere kleine Herausforderung darstellt. Außerdem müssen wir sofort mit dem Angriff beginnen, bis wir die ersten 3 großen Türme in Richtung Norden erobert haben. Danach müssen wir unsere Bemühungen umgehend auf die blauen Wikinger lenken, da diese bereits nach 20 Minuten neue Soldaten produzieren und somit sehr früh zu stark für uns werden. Diese Strategie hat das Potenzial, 2 von 4 Bedrohungen zu eliminieren und mit den Startressourcen der beiden KI-Spieler die eigene Soldatenproduktion zu rushen. Allerdings brauchen wir dann viele Träger, da die Laufwege recht lang sind. Wenn wir nicht aufpassen, kommt unser Siedlungsausbau dann zum Erliegen. Auf dieser Karte können wir gefühlt viel falsch und nur wenig richtig machen, und wenn ich mir ansehe, wie groß der Sprung in Sachen Schwierigkeit hier ist, bin ich mir nicht sicher, ob diese Karte fertig ausbalanciert ist. Das würde auch erklären, wieso für den niederen Römer nichts im Skript vermerkt ist. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es vorgesehen ist, dass wir die Wikinger so früh vernichten können, aber falls nicht, würde man meinen, dass es deutlich mehr bringen sollte. Auf normaler Schwierigkeit haben wir zwischen 50 und 60 Minuten Zeit, bis 2 Angriffsbefehle getriggert werden. Da aber eine Zahl zwischen 1 und 4 für die Angreiferpartei ausgewürfelt wird, kann es theoretisch passieren, dass beide Male Spieler 1, also ihr, gewählt werdet und nichts passiert. Unabhängig davon können Blau, Grün und Gelb ab Minute 50 auch von sich aus angreifen, während Lila von vornherein mit Standardeinstellungen agiert. Also immer eine Runde russisch Roulette, nur dass in allen Kammern auch tatsächlich eine Kugel steckt und das Spiel mehrmals abdrückt. Ich habe auch Brains alte Strategie ausprobiert und kam mit ihr wohl am weitesten. Aber selbst mit dieser Strategie war auf normal kein Sieg in Sicht. Wenn mich die Römer nicht überwältigt haben, kamen direkt danach die Wikinger. Möglicherweise lässt sich Brains Strategie mit meinem Ansatz, die beiden Wikinger zu eliminieren, kombinieren, aber das wird unfassbar viel Micromanagement und ich finde, es kann schon genug schiefgehen, wenn man sich nur auf seine Soldaten oder die Siedlung konzentrieren muss. Ehrlich gesagt finde ich keine zufriedenstellende Strategie für diese Mission im Normalmodus. Ich weiß nicht, ob die Patches nach dem Release der Mission-CD diese Mission noch schwerer gemacht haben, was angesichts des DV-Nerfs und wie einfach einige andere Karten dadurch wurden, durchaus möglich wäre, oder ob ich einfach zu schlecht bin. Eine sichere, aber sehr käsige Methode gibt es aber. Hierzu müssen wir einige fortgeschrittene Taktiken kombinieren. Nutzt das Startmana, um diesen Bereich in Wüste zu verwandeln. Im nördlichen Fragment baut ihr 2 kleine Wohnhäuser, breitet euch mit ein paar kleinen Türmen etwas aus und baut mit den restlichen Rohstoffen Förster. Im östlichen Fragment können wir uns die weiteren Türme sparen. In beiden Fragmenten werden die Türme danach abgerissen. Auf diese Weise können die KI-Spieler das Gebiet zwar übernehmen, aber keine Türme zur weiteren Expansion errichten. Die Hauptsiedlung konzentriert sich auf die Grundproduktion und den Bau von Häusern. Ich empfehle außerdem den Bau von 2 großen Türmen an der Westküste.
Währenddessen zieht ihr mit euren Startpionieren eine Linie zwischen dem Schnee im Osten und der südlichen Küste sowie am Übergang im Nordosten. Beide Linien füllt ihr mit Siedlern, wie in meinem Video zum Thema Siedlermauern erklärt. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, wird die KI nicht in der Lage sein, an den Menschenketten vorbeizukommen, kann sie dank der vielen Bäume aber auch nicht auflösen. Danach heißt es eigentlich nur noch vorspulen, wobei die F12-Taste aufgrund der entstehenden Pathfinding-Probleme etwas träge reagiert. Aber ich werde ehrlich sein, diese Strategie gibt mir nicht das Gefühl, diese Mission tatsächlich geschafft zu haben. Nur Erleichterung, dass sie vorbei ist. Deshalb habe ich danach einen Run auf leicht gemacht und kann bestätigen, dass der Unterschied gewaltig ist. Nur Gelb und Lila haben mich überhaupt angegriffen und das sowohl sehr spät als auch selten und mit relativ wenigen Truppen. Ich war sogar in der Lage, Gelb im späteren Verlauf fast vollständig zu eliminieren. Wenn ihr mit dieser Mission auf Normal Schwierigkeiten habt, empfehle ich euch eher, sie auf leicht richtig zu spielen, als sie auf Normal zu cheesen. Ersteres macht deutlich mehr Spaß. Are you sure about that? In Mission 3 starten wir mal wieder mit einer gespaltenen Siedlung, was langsam wirklich nervig wird, aber dieses Mal bei weitem nicht so schlimm ist wie in der letzten. Unser Ziel ist die Zerstörung von zwei Siedlungen der Wikinger im Norden der Karte. Zwischen uns und dem Wikinger befindet sich eine verbündete Maya-Siedlung, die auf den ersten Blick auch halbwegs ordentlich ausgebaut wirkt. Leider ist der Name der Mission zumindest auf Normal eine dreiste Lüge. Gebirgstechnisch sieht es auf dieser Karte ziemlich mau aus. Den Hauptteil eurer Rohstoffe werdet ihr aus diesem Gebirge beziehen, welches alle nötigen Rohstoffe enthält. Langfristig könnt ihr auch zusätzliches Gold und Kohle aus dem Gebirge im Osten beziehen. Im Westen findet ihr eine weitere Bergkette, deren Bodenschätze aber zu wild verteilt und noch dazu schwer zu erreichen sind, weshalb ich sie ignoriert habe. Während wir aufbauen, ist es besonders wichtig, in Richtung Westen zu expandieren, damit unser so hilfreicher Verbündeter uns nicht das Gebiet streitig macht. Wir starten mit einer fertigen Jagdhütte, aber ohne Angeln oder Sensen. Wir müssen also den Erstertrag unserer Kohleminen entsprechend micromanagen. Bezieht direkt Gold in eure Schwerindustrie mit ein. Ob ihr Level 2 oder Level 3 Soldaten rekrutieren solltet, hängt davon ab, ob ihr gerade einen Waffen- oder Goldüberschuss habt. Sobald euer Gebiet an das eurer Verbündeten grenzt, brauchen wir dort eine Verteidigungslinie. Auf Normal wird Blau, sofern sie nicht schon angegriffen werden, nach 50 bis 60 Minuten den grünen Wikinger angreifen und damit sein eigenes Todesurteil unterschreiben. Wie lange die Wikinger brauchen, um Blau endgültig zu besiegen, ist aber recht zufällig, da sie unseren Verbündeten scheinbar nicht direkt angreifen, sondern wir das eigentliche Ziel sind. Es kann aber helfen, unsere totgeweihten Verbündeten mit einem kleinen Trupp unserer eigenen Soldaten zu unterstützen, um auszugleichen, dass er seine Soldaten nicht besonders effektiv einsetzt. Versucht die Niederlage eures Verbündeten herauszuzögern, indem ihr isolierte Truppen eliminiert, geht aber keine Kämpfe ein, die ihr nicht gewinnen könnt. Sobald Blau offiziell besiegt ist, werden Angriffsbefehle gegen uns getriggert und dann brauchen wir jeden Soldaten, um die Stellung halten zu können. Die kleinen Türme unseres ehemaligen Verbündeten können unter Umständen dazu genutzt werden, um die Patrouillen der Wikinger abzufarmen und setzt bei Gelegenheit auch Diebe ein, um ihre Schwertkämpfer zu dezimieren. Sobald ihr euch stark genug fühlt, erobert ihr das ehemalige blaue Gebiet und errichtet dort ein Lazarett, um eure Verluste in den nächsten Gefechten minimieren zu können. Gelb dürfte zu diesem Zeitpunkt deutlich schwächer sein als Grün, er ist also unser erstes Ziel, aber seid trotzdem immer auf einen Gegenangriff des anderen Gegners vorbereitet. Sobald Gelb besiegt ist, kann Grün folgen. Ich sollte hier wohl auch erwähnen, dass alle KIs mit Pionieren starten. Seid also darauf vorbereitet, mit den letzten Türmen eine schöne Runde Wo ist Walter zu spielen. Ein gewisser Glücksfaktor ist aufgrund des KI-Verhaltens aber trotzdem vorhanden. Dieser kann aber eliminiert werden, wenn wir auf dieser Insel einen S-Turm errichten und die Ausbreitung unseres Verbündeten kurzfristig mit Türmen und oder Förstern unterbinden. Wichtig ist nur, dass wir Zugang zum Fluss haben, für alles andere haben wir auch so genug Platz. Unabhängig davon steht uns nach unserem Sieg Mission 4 offen. Mission 4 ist im Grunde genommen eine Wiederholung von Mission 3, aber bei weitem nicht so nervig. Zusammen mit einem Verbündeten müssen wir uns erneut zwei feindlichen Siedlungen, diesmal der Römer, stellen. Dieses Mal haben wir aber bessere Vorgaben und auch unsere Verbündeten sind zumindest nicht mehr high genug, um zu glauben, dass sie in die Offensive gehen sollten. Der grüne Stützpunkt befindet sich im Osten der Karte und wird früh in Gefechte mit unseren Verbündeten verwickelt sein. Der gelbe Stützpunkt liegt im Süden und ist im Vergleich zum grünen deutlich schwächer, da ihm im späteren Verlauf des Spiels die Rohstoffe auszugehen scheinen und er Schwierigkeiten bei seiner Ausbreitung hat. Es gibt einige gute Orte für Steinminen in eurem Startgebiet, im späteren Verlauf muss dieses Gebiet aber mit Türmen geschützt werden. Das Gebirge im Norden wird den Großteil eures Bedarfs decken, allerdings müsst ihr euch darauf vorbereiten, dass die Römer euch das Gebiet streitig machen. Die Gebirge im Süden enthalten Kohle und Gold, außerdem ist das Gebiet unseres Verbündeten sehr rohstoffreich. Während ihr eure Siedlungen aufbaut, ist es wichtig, dass ihr euch nach Osten ausbreitet und die Ausbreitung der grünen Römer unterbindet. Hier solltet ihr auch eure Verteidigung bündeln. Vermindert außerdem euer Gebiet im Süden mit dem eurer Verbündeten. Das macht es später einfacher, ihr Gebiet zu übernehmen, sofern sie besiegt werden. Eure Verbündeten spielen immer noch nicht besonders gut, verhalten sich aber wie Kakerlaken. Sie weigern sich hartnäckig zu sterben. In meinem Run haben sie sogar noch nach ihrer offiziellen Niederlage einen Turm fertig gebaut und besetzt.
Anders als in Mission 3 fehlt in dieser Mission ein Skript, es gibt also keine festgelegten Angriffszeiten oder ähnliches. Generell sind die Römer auch bei weitem nicht so aggressiv wie die Wikinger in Mission 3. Sie werden zwar angreifen, solange ihr sie aber nicht provoziert, hält sich die Stärke ihrer Angriffstruppen in Grenzen. Und da sie keine Axtkämpfer besitzen, sollten ein paar mit Level 3 Soldaten besetzte Türme jedem ihrer Angriffe standhalten. Ich halte es sogar für möglich, diese Karte zu gewinnen, ohne dass der blaue Spieler besiegt wird. Anders als die letzten beiden Karten hatte ich hier keinerlei Probleme, und das obwohl ich einige völlig vermeidbare Fehler gemacht habe, die unter anderem zu Engpässen in der Steinversorgung führten. Wie bereits erwähnt, wird Gelb im Laufe des Spiels immer angreifbarer, weshalb er ein ideales erstes Ziel darstellt. Unter Umständen könnt ihr aber sogar gegen Grün und Gelb gleichzeitig vorgehen. Wie in Mission 3 setzen hier alle Spieler Pioniere ein, aber Türme suchen musste ich trotzdem nicht und die Karte ist ohnehin deutlich überschaubarer. Sobald beide Siedlungen zerstört sind, könnt ihr das Finale der Maya-Kampagne angehen. Mission 5 bringt uns wieder nach Europa, genauer gesagt die Küste Spaniens, wo wir ein letztes Mal den Römern und Wikingern entgegentreten müssen. Laut Kartenbeschreibung sollen wir nur Rom erobern, welches sich topografisch korrekt in Italien befindet. In Wirklichkeit müssen wir aber auch die Wikinger besiegen, welche den Bereich Finnland-Westrussland besiedeln. Der nördliche Berg enthält alle Rohstoffe, allerdings sind Gold und insbesondere Steine hier ziemlich knapp. Im Süden findet ihr weitere Steine, Kohle und Gold, aber langfristig werden wir auf die Bodenschätze in den Alpen zurückgreifen müssen, wozu wir wiederum erstmal die Römer besiegen müssen. Südlich eurer Position befindet sich außerdem eine Insel mit jeder Menge Steinen zum Abbauen und die Idee war vermutlich, dass ihr hier einen Hafen errichten und die Steine exportieren sollt. Der nötige Aufwand ist es aber nicht wert, dafür ist die Insel prädestiniert für einen S-Turm und spätestens, wenn ihr wirklich eure Steine von hier holen solltet, wäre es dumm, hier keinen Turm zu bauen. Und damit kommen wir auch schon zu meiner empfohlenen Strategie. Nutzt eine eurer Startfähren, um die nötigen Rohstoffe und Siedler auf die Insel zu bringen, baut dort einen S-Turm und schiebt dann eine ruhige Kugel. Die Römer und Wikinger könnten später versuchen, euer Gebiet zu siedeln, aber auch dabei sind sie nicht sehr aggressiv und mit ein paar Schwertkämpfern oder Förstern könnt ihr dies unterbinden. Die Grenze Spanien-Frankreich eignet sich gut, um euer Gebiet abzugrenzen. Alles andere ist den Stress nicht wert. Ich glaube, dass die Maya-Kampagne und insbesondere diese Mission gegen Ende der Entwicklungszeit der Mission-CD entstanden ist. Das Skript setzt nur das verrottete trojanische Pferd in Rom und ist ansonsten nicht vorhanden. Die Siegbedingung funktioniert nicht wie beschrieben, ein großer Teil der Mapfläche ist völlig ungenutzt und auch die Schwierigkeit schreit nach Alpha-Stadium. Die Römer sind dabei nicht mal das Problem, ihre Angriffe solltet ihr problemlos abwehren können. Schlimm wird es, wenn die Wikinger kommen, denn die starten einfach mal mit 400 Soldaten und werden auch mit gefühlt jedem einzelnen davon anrücken. Auf Normal kamen sie nach einer Stunde, wobei das mangels Skript nicht zwingend immer so laufen wird. Aber so großzügig unsere Startvorgaben, insbesondere in Sachen Siedler, Werkzeug und Nahrung auch ist, halte ich es doch für unrealistisch, so schnell eine derart mächtige Verteidigung aufzubauen. Wie ihr es auch macht, sobald alle Türme erobert wurden, ist die Standardsiegbedingung erfüllt und die Maya-Kampagne beendet. Mission 1 der Konfliktkampagne versetzt euch auf eine etwas verzerrte Weltkarte. Als Römer ist es euer Ziel, die Wikinger und Mayas zu besiegen, mit anderen Worten also nichts Geringeres als die Weltherrschaft. Die Wikinger kontrollieren die Gebiete, die wohl Dänemark, Schweden und Norwegen darstellen sollen, während die Mayas die beiden Amerikas dominieren. Und Australien existiert einfach. Die Alpen enthalten eure ersten Kohle- und Eisenvorkommen. Weiteres Erz findet ihr in den Bergen östlich der Alpen. In Nordafrika habt ihr die Möglichkeit, Steinminen zu bauen, während ihr Gold erst in Südafrika finden werdet. Was fehlt, sind Ureinwohner, die ihr über die nächsten Jahrhunderte ausbeuten könnt, nur um die Nachfahren der gewaltsam verschleppten Sklaven dann als Unerwünschte zu behandeln, die gefälligst in ihr Land zurückgehen sollen. Auf Normal habt ihr eine Schonfrist von 60 Minuten, bevor euch die Wikinger angreifen können. Auf Leicht habt ihr mehr als doppelt so viel Zeit. Allerdings müsst ihr aufpassen, da die Patrouillen der Wikinger auch durch Norddeutschland marschieren. Platziert dort also nichts Wichtiges. Auf der anderen Seite lässt sich dieses Verhalten unter Umständen auch zum Bau eines Fleischwolfes ausnutzen. Das genaue Timing und die Stärke der feindlichen Angriffe scheint etwas glücksabhängig zu sein. Nachdem ein Versuch, nur einen kleinen Turm in Südafrika stehen zu lassen und die Wikinger mit Fußtruppen abzuwehren, gescheitert ist, habe ich 7 große Türme in Frankreich platziert. Praktisch wie bei Asterix, nur leider sind wir die Römer. Letztendlich konnte ich dort auch einen Fleischwolf erzeugen, wodurch ich die Wikinger so lange schwächen konnte, bis ich in der Lage war, sie zu überwältigen. Ich würde euch empfehlen, dies möglichst früh einzurichten, am besten noch lange vor Ablauf der Schonfrist. Dann könnt ihr vielleicht verhindern, dass die Wikinger überhaupt zu einem Angriff fähig sind, und selbst wenn, sollte er deutlich schwächer ausfallen. Passt außerdem auf, dass die Wikinger nicht in die Region Albanien-Griechenland siedeln. Ein kleiner Angriffstrupp aus Level 3 Soldaten konnte das aber verhindern, außerdem habe ich dort nichts Wichtiges platziert. Sobald die Wikinger besiegt sind, könnt ihr nicht mehr verlieren. Jetzt kommt aber der nervige Teil, da die Mayas inzwischen sehr stark sein dürften. Spätestens jetzt solltet ihr sowohl ausschließlich Level 3 Soldaten produzieren, als auch um die 3 Sets Zierobjekte errichten.
Ich habe außerdem eine komplette zweite Wirtschaft im eroberten Wikingergebiet aufgebaut. Allerdings hatte ich im späteren Verlauf einige Schwierigkeiten mit der Kohleproduktion. Die Mayas sollten ihre Schwerindustrie in Nordamerika errichten, daher würde ich euch empfehlen, dort anzugreifen. Wenn es euch gelingt, ein Stück Land zu sichern, könnt ihr aus den rumliegenden Rohstoffen leicht ein Lazarett bauen, um eure weiteren Verluste gering zu halten. Wenn ihr nicht gerade besonders schnell seid, werdet ihr wahrscheinlich mehrmals angreifen müssen, um die Mayas überwältigen zu können. Aber da die Soldatenproduktion der Mayas eurer eigenen weit unterlegen ist, ist der Sieg nur eine Frage der Zeit. In Konfliktmission 2 ist es unsere Aufgabe, diesen völlig gewöhnlichen, aber für die Siedler wohl heiligen Baum zu erobern. Was euch das Spiel nicht sagt, ist, dass ihr auch alle feindlichen KIs besiegen müsst. Jetzt mal ganz ehrlich, gibt es etwas, wofür die Siedler keinen Krieg führen? Wenn ich in Stellaris ein ganzes Volk in Mastvieh verwandle, nur weil seine Regierung mich beleidigt hat, ist es wenigstens noch etwas Persönliches. Das hier ist ein Baum, wie es ihn sogar auf dieser Karte zu Hunderten gibt. Das Gebirge in eurem Startgebiet enthält Spuren von Kohle, Eisen und Gold, ist aber nicht sehr ergiebig. Das ringförmige Gebirge westlich von euch enthält alle nützlichen Erze. Weitere Rohstoffe erhaltet ihr außer im Gebiet der blauen Mayas. Euer wichtigstes Ziel ist es zunächst, das Gebiet der blauen Mayas einzunehmen. Sorgt dafür, dass ihr das in einem Angriff hinbekommt, damit ihr alle Rohstoffe und Waren in diesem Gebiet sofort nutzen könnt. Danach baut ihr eure Wirtschaft auf und bereitet einen Fleischwolf an der Grenze zu den Wikingern vor, damit sie nicht zu stark werden. Produziert Level 3 Soldaten und bereitet eine Mana-Produktion vor, um eure Wirtschaft und bei Bedarf auch eure Soldaten zu unterstützen. Ab der 80. Minute können euch die Römer angreifen und danach werden sie das auch regelmäßig tun, was letztendlich aber dazu führen dürfte, dass sie sich selbst schwächen. Die Wikinger sind deutlich weniger aktiv, haben mich aber auch ohne Provokation zweimal angegriffen. Was ihr auch tut, lasst nicht zu, dass sie einen eurer Türme erobern, mal abgesehen von dem Turm, der Köder für den Fleischwolf ist. Während ihr die Angriffe abwehrt und eure Armee wächst, baut ihr setweise Zielobjekte. Ich hatte 4 von jedem, bevor ich in den Angriff übergegangen bin. Die Eroberung wird zwar stellenweise langwierig, aber letztendlich nicht schwierig. Sobald das Gebiet um den Baum euch gehört, hat dieser Konflikt ein Ende. Dafür werden sie mich hinrichten. Aber wenn es das Leiden beendet. Das Töten beendet. Dann ist es die einzig richtige Wahl. Konfliktmission 3 war bis vor wenigen Stunden für mich das Missions-CD-Gegenstück zu Dark 6. Das ist auch ein Grund, wieso ich mich noch nicht mit Mission 2 befasst habe. Ich habe vieles ausprobiert, versucht Esstürme auf der Metinsel und sogar auf der kleinen Insel neben den Mayas zu bauen, aber alles vergebens. Die Karte schien mir auch für Siedlermauern ungeeignet. Nun war mir die Idee gekommen, die feindlichen Schwertkämpfer mit mobilen Fleischwölfen zu ködern, damit es nie zu einem Angriff kommen kann. Doch dann wurde mir etwas klar, was ich in einem kommenden Video noch näher erläutern werde. Wir spielen als Wikinger und sollen 2 Siedlungen der Römer und Mayas zerstören. Beide Siedlungen haben richtig übertriebene Verteidigungen, aber zum Glück sind die Wikinger mit ihren Axtkämpfern ja Experten darin, genau solche einzureißen. In der südlichen Bergkette findet ihr Eisen, Gold und Spuren von Steinen, während ihr in der nördlichen Bergkette Kohle, Gold und Stein bekommen könnt. In der Gegend liegen außerdem verschiedene Waren herum, die ihr im Laufe eurer Expansion automatisch einsammeln werdet. Unsere Siedlung wird direkt am Anfang angegriffen, aber den nördlichen Priester könnt ihr einfach retten, alles andere ist nicht weiter tragisch. Letztendlich ist der Trick für diese Karte sehr einfach. Siedlermauern sind sehr effektiv und wie mir klar wurde, müssen sie nicht jeden möglichen Zugang abdecken, nur die, die die KI auch nutzen will. Über welche die KI kommen wird, ist auch ein Stück weit zufallsbedingt, aber erfahrungsgemäß sind es für die Mayas diese 2 und für die Römer diese 2. Wenn ihr diese blockiert, habt ihr nahezu alle Zeit der Welt. Eine Sache, die ihr beachten müsst, gibt es allerdings schon noch. Die Römer werden im späteren Verlauf, so nach etwa 2,5 Stunden, in eure Richtung expandieren und dabei eure Siedlermauern zerstören. Die Mayas scheinen aber dazu nicht in der Lage zu sein. Die Römer sollten daher euer erstes Ziel darstellen. Ich hatte die Fähigkeit der Römer, in die Engpässe zu siedeln, unterschätzt und kurz nachdem ich mit einem Angriff auf die Mayas begonnen hatte, erwischten sie mich praktisch mit runtergelassener Hose. Zwar haben sie die Abwesenheit meiner Soldaten nicht wirklich ausgenutzt, es zwang mich aber in einen überflüssigen Zwei-Fronten-Krieg, den ich mir hätte sparen können. Sobald alle Türme erobert oder zerstört wurden, ist auch diese Mission bezwungen. Bevor wir beginnen, eine Warnung. Der Spaß in dieser Mission basiert wirklich darauf, dass ihr den Schatz suchen müsst. Wenn ihr wisst, wo er sich befindet und wie man dorthin kommt,
könnt ihr die Mission auch gleich überspringen. Die erste Siedelmission der Missions-CD schickt die Römer auf Schatzsuche. Unser Ziel ist es, einen großen Goldschatz zu finden, der sich auf einer Insel in der südwestlichen Ecke der Karte befindet. Diese Mission können wir nicht verlieren, da wir weder Feinde noch ein Zeitlimit haben. Es gibt zwar auch verbündete Mayas und Wikinger auf der Karte, aber mit denen werden wir nicht interagieren. Können wir auch gar nicht. In dieser Mission starten wir ohne Siedlung, dafür aber mit 4 Gründungskernen. Lasst die Pioniere zunächst den Großteil der Insel einnehmen. Auf der ganzen Insel liegen Werkzeuge und andere Dinge verstreut, die wir brauchen werden. Danach baut ihr ganz normal eine Siedlung auf. Euer Ziel sind ein Gründungskarren, eine Werft, ein Hafen, eine Fähre und ein Handelsschiff. Rohstoffe findet ihr in den Bergen. Der Südliche hat auf jeden Fall alles, was ihr benötigt. Wir können die Insel mit dem Schatz nicht auf direktem Wege erreichen, da Felsen den Weg blockieren. Daher müsst ihr auf der Insel mit unseren Verbündeten eine Kolonie gründen. Baut dort einen Hafen, damit weitere Rohstoffe nachgeliefert werden können, und auf der anderen Seite der Insel eine Werft. Diese lasst ihr eine weitere Fähre bauen, die ihr damit einen Siedler beladet und in den Südwesten der Karte schickt. Sobald euer Siedler den Schatz sieht, habt ihr die erste Siedelmission schon gewonnen. Siedelmission 2 schickt uns auf die gleiche Karte wie die erste, aber dieses Mal in der Rolle der Mayas. Unser Auftrag ist es, unser Gebiet mit dem der Wikinger zu verbinden, deren Siedlung von dunklem Land befallen ist. Etwas, womit die KI grundsätzlich nicht umgehen kann, da sie keine Gärtner nutzen kann. Auch in dieser Mission können wir nicht verlieren, auch wenn uns die Tipps zur Mission vor dem Römer warnen, der uns den Weg zum Wikinger abschneiden könnte. Dazu später mehr. Unsere Startvorgaben sind etwas dürftig, es liegen aber in der Umgebung genug Werkzeuge und andere Dinge herum. Besonders wichtig ist die kleine Insel in der Nähe der ziemlich sinnfreien Fähre, mit der wir starten. Dort finden wir sogar etwas Gold, welches wir später brauchen werden. Im Südwesten gibt es auch einen Priester der Wikinger auf einer anderen Insel. Wenn wir ihn besuchen, erhalten wir 30 Mana, aber die Mühe sparen wir uns. Ihr braucht keine große Siedlung, aber eine Eisenschmelze und Werkzeugschmiede sind sogar ohne Minen sinnvoll, da ihr genug Eisen für 5 Werkzeuge habt. Wenn ihr Minen baut, umso besser. Ich denke, ihr könnt sogar auf eine Nahrungsproduktion verzichten, da ihr mit genug Nahrung startet bzw. in der Umgebung findet. Wichtig sind aber 3 große Tempel, von denen ihr einen abreißen müsst, damit der dritte gebaut werden kann. Die Tempel geben euch sowohl Priester als auch 36 Mana, was für unsere Zwecke völlig ausreicht. Expandiert nach Norden Richtung Berg und nutzt das Mana, um den Schnee zu schmelzen. Mit einigen Pionieren könnt ihr dann den Berg überbrücken und dem Römer zuvorkommen. Falls der Römer euch den Weg abschneidet, ist das auch nicht schlimm. Wie sich herausstellt, gibt die Funktion Game A Player Areas Connected sogar dann True zurück, wenn die beiden genannten Gebiete durch das eines dritten verbündeten Spielers verbunden werden. Theoretisch könnt ihr also den Römer eure Arbeit machen lassen. Wie ihr es auch macht, sobald euer Gebiet an das der Wikinger grenzt, ist die Mission gewonnen. Natürlich, in dieser Mission haben die Wikinger sogar Gold. Aber in der nächsten darf ich dafür eine Kolonie gründen? Die letzte Siedelmission der Missions-CD ist die einzige, die wir tatsächlich verlieren können. Wir übernehmen nun die Rolle der Wikinger, die wir zuvor retten mussten, und haben das Ziel, eine ganze Liste an Gütern zu produzieren. 100 Kampfäxte, 150 Brote, 160 Portionen Fleisch, 255 Fische, 220 Einheiten Met, 55 Goldbarren und 600 Einheiten Mana. Und all dies müssen wir in 2,5 Stunden hinbekommen. Die gute Nachricht ist, wir haben keine Gegner auf dieser Karte. Unsere Verbündeten sind auch kein Problem, da wir sie leicht daran hindern können, in unser Gebiet zu expandieren. Dafür müssen wir auf viele kleine Dinge achten und auf einige Bugs aufpassen, die uns wertvolle Zeit kosten können. Wichtig ist aber vor allem, nicht zu viel auf einmal anzugehen. Im Y-förmigen Berg neben eurem Wasserwerk findet ihr Kohle, Eisen und Stein. Im Norden gibt es weitere Rohstoffe, die ich aber nicht gebraucht habe. Wir haben auf unserer Hauptinsel keine Goldvorkommen, daher müssen wir die Goldproduktion auf einer kleinen Insel nordwestlich aufbauen. Dort liegen bereits eine Angel und eine Spitzhacke. Das östliche Gebirge enthält Kohle, das westliche Gold. Am Anfang reißt ihr zunächst alle Türme und Burgen ab. Die einzigen Türme, die wir tatsächlich behalten werden, sind der an der Grenze zu den Mayas und die, die wir zur weiteren Sicherung der Grenze bauen werden. Durch die Abrisse haben wir erstmal recht viel Baumaterial, aber das ist schneller verbraucht, als ihr denkt. Reißt die Holzwirtschaft in der Nähe des Wasserwerkes ab und erweitert die andere so weit, dass sie 3 Sägewerke versorgen kann. In der Nähe findet ihr 2 weitere Sägen, die ihr mit Pionieren erobern könnt. Damit spart euch das Eisen für die dritte Säge. Holt die Pioniere von der Insel vorerst zurück und erstellt schon mal 5 weitere. Lasst sie vorerst euer Gebiet an den Stellen erweitern, wo sich Türme nicht lohnen und oder Rohstoffe rumliegen. Erhöht außerdem die Anzahl eurer Bauarbeiter. Einige eurer Geologen könnt ihr auch in Siedler umwandeln. Mehr als 1 oder 2 benötigt ihr nicht. Lasst aber Hämmer für den zweiten Schmied, den Fahrzeugbauer und 2 für den Gründungskarren übrig. Sobald eure Bauwirtschaft steht, strebt ihr eine Kohle- und Eisenmine, eine Werkzeugschmiede, 3 Getreidefarmen und eine Eselzucht an. Der Esel ist eure erste Priorität, da er relativ viel Zeit in Anspruch nimmt. Bereitet auch schon mal den Hafen vor,
Macht aber nicht meinen Fehler und lasst dort erst Rohstoffe hinbringen, wenn ihr auch bereit seid, die Goldproduktion zu bauen. Sonst liegen dort die ganze Zeit wichtige Rohstoffe rum, die gerade woanders dringender gebraucht werden. Bereitet auch schon mal eure Nahrungsproduktion vor, damit eure Minen versorgt werden und ihr Werkzeuge produzieren könnt. Langfristig wollt ihr 4 bis 5 Getreidefarmen, 2 Schweine züchten, 2 Metzger, eine Mühle, 2 Bäckereien und 4 Fischerhütten. Fische findet ihr an den Flussmündungen. Denkt außerdem an den Bau von Lagern. Wenn euer Esel bereit ist, könnt ihr die Eselzucht abreißen und mit dem Bau des Gründungskarrens beginnen. Die Fahrzeugmanufaktur reißt die sicherheitshalber erst ab, wenn eure Kolonie gegründet wurde. Theoretisch müsste der Wagen zwar sicher sein, sobald er beladen wurde und steuerbar ist, aber ich habe auch gesehen, wie mein Wagen sich aufgelöst hat, während er auf dem Weg zur Fähre war. Seid außerdem darauf vorbereitet, dass sich eure Siedler beim Beladen des Wagens echt blöd anstellen und ihr wertvolle Zeit verliert. Sobald die Versorgung eurer Minen gesichert ist, könnt ihr eine Waffenschmiede bauen und die Produktion eurer Streitäxte beginnen. Schaltet die Autoproduktion eurer Waffenschmiede ab und gebt 100 Streitäxte in Auftrag. Achtet darauf, dass ihr nicht versehentlich die Endlosproduktion einstellt. Wenn die Äxte fertig sind, könnt ihr die Schmiede und die Minen abschalten, um Nahrung zu sparen. Wenn noch 90 Minuten übrig sind, solltet ihr mit dem Bau eurer Mana-Produktion beginnen. Eure Goldproduktion könnt ihr so ziemlich nebenbei bauen. Hierzu müsst ihr nur eine Spitzhacke, je 7 Brote und Fische sowie genug Baumaterial für beide Minen, die Goldschmelze und ein Lager rüberschicken. Sobald die Gebäude stehen, könnt ihr die Bauarbeiter und Planierer auf der Insel wieder in Träger umwandeln. Die 55 Goldwaren produzieren sich nun praktisch von selbst. In der Schlussphase achtet ihr auf Engpässe und schaltet gerade in der Brot- und Fleischproduktion alle Gebäude, die ihren Zweck erfüllt haben, ab. Das gleiche gilt für die Mana-Produktion. Ihr braucht nur 600 Mana. Das restliche Met könnt und müsst ihr einlagern. Wenn ihr meint, dass eure Produktion ausreicht, speichert ihr am besten und skippt mit F12 weiter. Wenn es nicht reicht, müsst ihr eben neu laden und noch was ändern. Sobald alle Waren produziert wurden, ist das Spiel gewonnen und die Siedelkampagne beendet. Die letzte Mission der Missions-CD könnte die unbekannteste im ganzen Spiel sein, denn es verrät euch erst, wenn ihr sie spielen könnt, dass es sie überhaupt gibt. Um sie freizuschalten, müsst ihr alle 21 Missionen der Missions-CD gewonnen haben. Sobald ihr das geschafft habt, erscheint im Kampagnenmenü der Missions-CD das auf dem Thumbnail abgebildete Geschenk. In der Bonusmission spielen wir als Römer und haben den Auftrag, mehrere Teilaufgaben zu finden und zu erfüllen. Unsere Startvorgaben sind etwas durchwachsen, aber es liegen einige zusätzliche Werkzeuge und Rohstoffe in der Gegend verstreut herum. Außerdem ist die KI selbst auf Normal nicht sehr aggressiv, solange ihr sie nicht provoziert. Die Wikinger greifen frühestens nach 100 und die Mayas nach 150 Minuten an, auf leicht könnt ihr nochmal 50 Minuten draufrechnen. Ihr könnt euch also Zeit lassen, langfristig solltet ihr aber eine kleine Verteidigungsstellung an einem günstigen Ort haben, damit ihr keine bösen Überraschungen erlebt. Der Berg in unserer Nähe enthält alle Rohstoffe, aber leider haben fast alle Berge auf dieser Karte das Problem, dass die Rohstoffe zu vermischt sind, als dass sie gut abbaubar wären. Ich würde daher empfehlen, für militärische Angelegenheiten Level 3 Soldaten zu rekrutieren und eure Verluste, soweit es geht, mit Lazaretten zu minimieren. Insgesamt gibt es 3 Teilaufgaben auf der Karte. Wenn ihr dem Pfad nach Norden folgt, findet ihr eine Halbinsel, auf der ihr 200 Fleisch einlagern sollt. Was euch das Spiel aber nicht klar erklärt, ist die Tatsache, dass ihr dort auch eine Schafzucht und eine Metzgerei bauen müsst, damit die Aufgabe als erfüllt gilt. Sobald ihr das Ziel erreicht habt, erhaltet ihr 200 Mana. Im Osten findet ihr einen Kreis aus 5 Kreuzen. Wenn ihr ihn mit einer eurer Einheiten erreicht, erscheint dort ein verbündeter Priester, der euch bittet, ein Amulett zu beschaffen. Hierzu müsst ihr den großen Tempel der Wikinger zerstören. Danach werden im Schlamm südwestlich eurer Siedlung einige Güter gespawnt, die aber zu dem Zeitpunkt nicht mehr allzu nützlich sind. Sobald die Wikinger vollständig besiegt wurden, wird eure Holzproduktion per Skript zerstört. Kurz darauf erhalten wir den Auftrag, die Siedlung der Mayas zu zerstören. Sobald alle 3 Aufgaben erledigt sind, habt ihr die Bonusmission und damit auch die Missions-CD abgeschlossen.